Martin Forkel ist ein deutscher Fußballspieler. Karriere. Der Abwehrspieler debütierte am 13. Dezember 1998 für die SPVGG Greuther Fürth in der 2. Bundesliga und absolvierte bis zum Ende der Saison 2019 weitere 163 Zweitligaspiele für Wacker Burghausen und die TuS Koblenz. Nachdem sein Vertrag in Koblenz am Ende der Saison 2019 auslief und der Abstieg der TuS aus der 2. Liga feststand, wechselte Forkel zur Saison 2010/11 zum 1. FC Saarbrücken, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Obwohl er seinerzeit bei Saarbrücken Stammspieler gewesen war, erhielt Forkel zur Saison 2012/2013 keinen neuen Vertrag. Er wechselte daraufhin zu Borussia Neunkirchen in die Oberliga. Im Jahr darauf kehrte er nach Saarbrücken zurück, wo er ab Saisonbeginn zum Kader der 2. Mannschaft gehörte. Am 28. September 2013 verhalf ihm der neue FCS-Trainer Milan Šašić im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 zu seinem Comeback in der 3. Liga, als er ihn in der Schlussminute für Philipp Hoffmann einwechselte. Erfolge: Aufstieg in die 2. Bundesliga mit Wacker Burghausen. Vize-Europameister 1998 mit der U18-Nationalmannschaft. 6 Einsätze in der deutschen U21-Nationalmannschaft.